Mädels, heute gibt es meine Fashion Must-Haves für den Frühling. Wir haben ja jetzt endlich Frühling, es ist endlich soweit, die Tage werden heller und wärmer und es macht einfach viel mehr Spaß rauszugehen, sich mehr zu stylen, denn man muss nicht mehr die ganzen dicken Winterklamotten und Winterjacken tragen und deswegen zeige ich euch mal so, worauf ich mich jetzt im Frühling besonders freue und was für mich auf jeden Fall unbedingt in euren Kleiderschrank gehört und deswegen geht's jetzt los. Ganz viel Spaß dabei. Fangen wir mal bei dem Thema Cropped an und es ist immer noch so, ich finde immer noch Cropped Oberteile, also so bauchfreie Teile, gehören immer noch für mich auf jeden Fall zu einer der größten Trends immer noch schlechthin. Und jetzt im Frühling ist einfach die Zeit dafür, Pullover zu tragen, die so cropped sind. Ich weiß, das tragen viele schon im Winter, aber ehrlich gesagt würde mir da total mein Bauch frieren. Deswegen habe ich mir das so für den Frühling irgendwie aufgehoben. Ich habe ganz viele cropped Pullover, zum Beispiel der hier, den habe ich noch gar nicht getragen, mit dem Rollkragen noch, der ist von Primark gewesen. Der ist so grau meliert und eben wie gesagt cropped, aber die Ärmel sind lang. Finde ich jetzt perfekt für den Frühling, wenn es noch nicht ganz so warm ist, ne, dass man mit so einem cropped Top einfach rumlaufen kann, sondern einfach ja, noch ein bisschen was Wärmeres braucht und aber schon so ein bisschen Haut zeigen kann eben. Der hier ist von H&M, den habe ich letztens auch noch dort so gesehen, hängt glaube ich so bei den Basics oder so rum. Oder ist, ach nee, das ist Divided. Oder ein etwas neuerer, den ich euch auch gerade erst gezeigt habe in meinem Haul, der war von Rombe. Das ist dieser High-Low-Pullover hier in Grau, der eben vorne cropped ist und hinten lang. Sowas finde ich auch ziemlich cool. Und das dann einfach mit einer Jeans und dann diesen Pulli drüber und dann vielleicht noch eine Jeansjacke oder irgendwie einen dünneren Parker, eine Übergangsjacke oder sowas. Finde ich jetzt perfekt für diese Jahreszeit. Was jetzt momentan auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, sind Boyfriend-Jeans. Und ich finde, Boyfriend-Jeans sind immer schwierig im Winter zu tragen, denn wegen den Jacken halt sieht es immer ein bisschen komisch aus. Ich finde, zu Boyfriend-Jeans passen nicht so viele Jacken gut dazu, vor allem nicht so dicke Winterjacken oder so. Und vor allem trage ich Boyfriend-Jeans auch sehr gerne mit High Heels, die eben offen sind. Ich finde, das macht das Bein immer sehr sexy. Deswegen sind jetzt auf jeden Fall Boyfriend-Jeans angesagt im Frühling. Hier habe ich eine von Primark, die ist in so einem ja, etwas helleren Blau. Also Boyfriend-Jeans für mich immer noch ein ganz, ganz großer Trend, jetzt gerade im Frühling. Eben super praktisch, weil man den einfach mit einem vielleicht etwas dünnen Pulli tragen kann und dann eben diese Boyfriend-Jeans und dann vielleicht halt auch schon High Heels trage ich so, so gerne. Ganz wichtig sind natürlich auch Sonnenbrillen und ich habe mir einige neue gekauft, deswegen muss das hier auf jeden Fall mit rein. Ich stehe total auf Sonnenbrillen, finde das ist ein super cooles Accessoire, damit kann man jeden Look irgendwie cool aufpeppen und ich habe mir viele neue gekauft, ich zeige die euch einfach mal. Die sind gerade alle aktuell, die hier ist von H&M. Die ist so ein Piloten-Style halt und in Roségold. Deswegen habe ich mir die mitgenommen, weil ich stehe ja total gerade auf Roségold. Und dann war ich bei Teddy. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Das ist ein 1-Euro-Shop. Also ich weiß nicht, ob der eher so, ob es den eher nur so im Osten gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dort auch Brillen und manchmal auch Schmuck, der ganz cool ist. Und da habe ich zugeschlagen bei etwas ausgeflippteren Brillen. Einmal ist das die hier mit so verspiegelten Gläsern und das Gestell ist so, ja, in so einem geometrischen Muster, so ein bisschen Aztekenmuster vielleicht auch schon. Finde ich ganz cool, kann ich mir super gut auf irgendwie Festivals oder so vorstellen, weil die halt schon so ein bisschen so ein Hingucker, finde ich, die Brille. Hat 3 Euro gekostet. Und im ähnlichen Style diese Brille noch hier. Sind beide so ein bisschen spitz zulaufend, so ein bisschen Cat-Eye-mäßig. Und klassischerweise zeige ich hier auch nochmal meine Ray-Ban Clubmaster Sonnenbrille. In schwarz mit den grünen Gläsern, weil das halt einfach so ein All-Time-Favorite von mir ist. Das war auch die erste Sonnenbrille, die ich sofort wieder ausgepackt habe, als es jetzt schon die ersten Sonnenstrahlen da waren. Ich liebe diese Sonnenbrille einfach. Ja, Ray-Ban kann ich euch total empfehlen. Ich habe da, also ich liebe die Sonnenbrillen einfach. Alle, die die machen, irgendwie sind irgendwie cool. Worauf ich mich jetzt auch schon wieder freue, sind einfach helle Farben und so leichte Stoffe. Ich liebe das einfach. Und gerade so Spaghetti-Träger-Oberteile finde ich immer noch sehr, sehr toll. War letzten Sommer schon mega angesagt und habe ich jetzt auch schon wieder oft gesehen. Vielleicht muss man hier sicherlich noch eine Jacke drüber tragen, aber ich meine einfach generell so Spaghetti-Träger, helle Farben liebe ich total. Das hier hatte ich mal vom New Yorker aus dem letzten Jahr. Gibt es so, habe ich so auch schon wieder in allen möglichen Läden gesehen, also so Spaghetti-Träger. Das gleiche habe ich mir dann auch nochmal in schwarz gekauft. Auch sehr cool, finde ich. Ja, wie gesagt, und hier würde ich dann einfach
eine Skinny Jeans, dann so ein Oberteil und dann vielleicht noch ein Parker oder sowas drauf oder irgendwie ein Blazer oder so. Was jetzt auch auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind Sneaker. Absoluter Trend jetzt für den Frühling. Leute, packt eure Vans, eure All-Stars, packt eure Nikes und Adidas-Schuhe, keine Ahnung was aus. Ich werde jetzt rauf und runter tragen meine Nike Air Force Schuhe. Die flachen sind das. Ich liebe diese Schuhe, habe sie ja jetzt noch nicht lange und sie sind jetzt schon so dreckig, weil ich sie schon so oft getragen habe. Oh nein. Also wie gesagt, Sneaker, absoluter Trend. Könnt ihr zu Jeans tragen, könnt ihr zu Leggings tragen, könnt ihr zu, keine Ahnung, längeren Oberteilen tragen, einfach mit einer Strumpfhose oder so. Finde ich total cool. Und mein letztes Must-Have, was ich für euch rausgesucht habe, sind Jeans-Oberteile aller Art. Jeans-Jacken, Jeans-Blusen, Jeans-Hemden, Jeans-Westen, keine Ahnung. Tragt Jeans, auch Jeans mit Jeans, finde ich auch sehr, sehr cool. Habe ich auch schon mal ein Outfit of the Day hochgeladen, setze ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Ich mag das total gerne. Ich mag es auch gerne, helle Jeans-Stoffe mit dunklen zu kombinieren. Ich liebe vor allem helle Oberteile an Jeans. Also, wenn ich die jetzt zugeknüpft habe, zeige ich auch, was ich meine. Also so sehr helle Jeansstoffe bei den Oberteilen. Das hier war mal von Tailey Way ein sehr helles Jeanshemd. Dann habe ich zum Beispiel auch noch ein Jeanshemd, was ich mir bei Primark gekauft habe, was noch gar nicht so alt ist. Das könnte es auch so noch geben. Und zwar ist das kein richtiges Jeanshemd, sondern ist eigentlich ein Jeanskleid. Also es ist sehr, sehr lang. Ich kann es einfach mit einer Leggings oder mit einer Strumpfhose tragen. Und ja, finde ich auch total schön, auch sehr hell. Dann habe ich hier von Primark aus dem letzten Jahr auch noch gar nicht getragen. Da ist noch das Preisschild dran. Hatte nur noch 3 Euro gekostet, so eine Jeansweste in Oversized. Da könnt ihr auch, also zum Beispiel so einen Crop Pullover hier, so schwarz-weiß gestreift. Und dann so eine Jeansweste drauf, finde ich einfach mega cool, das einfach zu einer Leggings kombiniert, top. Schreibt ihr mir doch gerne mal hier unten in die Kommentare, was für euch das absolute Fashion-Must-Have ist, jetzt für die Frühlingsjahreszeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss!